Das ist das Rezept für das Desaster am gesamten Immobilienmarkt. Denn was wir haben, ist ja nicht einfach eine Inflation. Was wir haben, ist eine klassische Stagflation. Und das ist ein besonders übles Tierchen aus Bankensicht. Wir werden entweder Widerstand sehen oder wir werden sehen, dass man Millionen Menschen aus ihren Häusern vertreibt. Und diese marktwidrig niedrigen Zinsen, die haben bei vielen Assets zur Blasenbildung geführt. Und wir haben auch einen Verlust des Vertrauens in die Stabilität des Immobilienmarktes und der Immobilie als Wertanlage. Die Politik hat es geschafft, diesen Markt mehr oder minder komplett zu zerstören. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Onkel meiner Freundin, Dr. Markus Krall. Dr. Markus Krall ist mittlerweile mehrfacher Bestsellerautor, Unternehmensberater, ehemaliger Sprecher der Geschäftsführung der Degussa. Die Sitzkulisse, die sagt ja schon, dass es einen Immobilienbezug hat, denn nichts ist besser als Lage, außer noch mehr Lage, so wie bei Hubraum bei Autos. Wir haben 20 Jahre lang quasi marktwidrig fallende Zinsen gesehen. Zinsen, die durch die Zentralbanken nach unten manipuliert worden sind, um allen möglichen, wie soll ich sagen, Zielen gerecht werden zu können, allen möglichen Zielen, außer der Tatsache, dass eigentlich die Zentralbanken sich nicht einmischen sollten in die Realwirtschaft und für stabiles Geld sorgen sollten. Das war das einzige Ziel, was da nicht mehr auf dem Radarschirm war. Und diese marktwidrig niedrigen Zinsen, die haben bei vielen Assets zur Blasenbildung geführt. Und diese Blasenbildung ist nie etwas Natürliches, was dann zu einem vernünftigen Gleichgewicht führt. Und diese Schulden auf der Immobilie, die sind das eigentliche Problem. Denn die Wahrheit ist, Immobilien sind ein hervorragender Schutz durch die Krise hindurch. Und wer hinter der Krise noch Immobilien hat, der wird gut dran sein. Der kommt nur nicht auf der anderen Seite der Krise an mit seiner Immobilie, wenn sie zu hoch verschuldet ist. Das ist das Kernproblem. Die Leute haben jetzt das Bibbern, sie bibbern wirklich, die zittern auch, ich merke das auch. Und sie überlegen sich, wie kann ich das Ganze retten? Was ist denn die politische Gemengelage in einem Land wie Deutschland, wo allerorten über Enteignungen, über Mietendeckel, über Zwangsinvestitionen im Energiebereich, was ja auch eine Form der Enteignung ist, gesprochen wird. Der Respekt vor dem Eigentum ist eigentlich auf dem tiefsten Punkt, auf dem tiefsten Stand in Deutschland ever. Wir haben ja im Prinzip 10, 11, 12% Inflation, je nachdem, wie man es misst. Wir haben aber nur 2, 3% Bauzinsen. Das heißt also real ist es eigentlich so, dass wir Negativzins haben. Aber der positive Nominalzins erfordert ja immer noch einen Cashflow. Und es ist dieses Cashflow-Problem, was die Leute nicht lösen können in dem Markt. Und als Käufer einer noch nicht fertiggestellten Immobilie würde ich mir auch im Moment nicht die Finger verbrennen wollen. Denn was habe ich denn da? Ich kann mich mit meinem Entwickler darauf einigen, dass der Preis variabel ist und kann akzeptieren, dass die Baumaterialpreise explodieren und damit auch der Kaufpreis meiner Immobilie. Will ich das? Ganz sicher nicht. Oder ich kann es sagen, das übernehme ich nicht, dann muss ich etwas mehr Risikoprämie bezahlen. Dann ist das Risiko am Entwickler, aber dann habe ich als Käufer immer noch das Risiko, dass der daran pleite geht. Und womit muss ich rechnen angesichts der Tatsache, dass viele Immobilien demnächst tatsächlich in Cashflow-Probleme kommen, weil natürlich die Konjunktur auch einbricht. Denn was wir haben, ist ja nicht einfach eine Inflation. Was wir haben, ist eine klassische Stagflation. Und das ist ein besonders übles Tierchen aus Bankensicht, weil die Stagflation bedeutet, ich habe einerseits Inflation, höhere Zinsen und andererseits geht die Wirtschaftskraft zurück. Die Kredite auf Häuslebauerkredite, die werden bald nicht mehr bedient werden, nicht weil der Häuslebauer irgendwie ein schlechter Kreditnehmer wäre, sondern weil die Wirtschaft einbricht. Wir haben 20% Zombies. Ja. Und die 20% Zombies, die haben wir überall auf der Welt. Als Ergebnis der Zinspolitik. Die niedrigen Zinsen haben Pleiteunternehmen am Leben erhalten, die über die letzten 20 Jahre hätten pleite gehen sollen. Jedes Jahr 1%. Und jetzt haben sie sich angesammelt. Ja. Und die sind jetzt in dieser riesigen Krise fällig. Man redet ja, obwohl man Rekordsteuereinnahmen hat, über Steuererhöhungen. Ja, man hat den Rachen immer noch nicht vollgekriegt vor lauter Gier und Ausgabenwut. Also was wir sehen werden, ist nach meiner Meinung eine Halbierung oder mehr der Immobilienpreise auf realem Niveau. Mhm. Ob das alles nominal dann so ist, das wird sich dann zeigen. Wenn die Leute Glück haben, dann wird es eher eine Realanpassung als eine Nominalanpassung sein, weil dann werden die meisten Immobilienbesitzer mit einem blauen Auge davonkommen, weil sie dann sie kriegen dann zwar Geld, was weniger wert ist, aber sie können damit immer noch die Kredite bedienen. Wenn eine Krise kommt, die groß genug ist, dann bin ich relativ überzeugt, werden die keine Minute zögern und nicht nur bei Immobilien zuschlagen, sondern bei allen Vermögenswerten versuchen zuzuschlagen. Immobilien sind allerdings, und das hat die Vergangenheit gezeigt, diesbezüglich besonders verwundbar. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wie der Name schon sagt, sie sind immobil. Man kann sie nicht aus dem Land tragen. Ja, sie sind also hier da und man kann
das ein oder andere Konstrukt sich überlegen, wie man es ökonomisch aus dem Land trägt, aber die Immobilie bleibt trotzdem immer da. Dass die Politik immer geneigt ist, sozusagen solche Freibeträge im Zweifel so niedrig anzusetzen, ja, dass es den Mittelstand mit voller Wucht erwischt. Ja, weil wenn die Politik auf einen keine Rücksicht nimmt, dann ist es der Mittelstand in Deutschland. Mhm. Wir hatten seit 2020 bis heute, wenn man alle Verkaufsfälle dazu nimmt, wirklich fast 60% der Kunden sind abgewandert aus Deutschland. Entweder Ferienimmobilien, komplett raus aus Deutschland, ihren Betrieb eben auch geschlossen. Ist die Angst berechtigt, wenn man das so sieht? Ist es wirklich berechtigt zu sagen, ich gehe, egal ob ich ein kleiner Anleger, großer Anleger bin, ob ich im Rentenalter bin, ich suche einen sicheren Hafen im Ausland, vielleicht noch in der EU oder vielleicht auch gerade außerhalb der EU? Die Angst ist definitiv berechtigt. Ja. Man muss sehen, dass unsere Politik Ökonomie nicht als Wissenschaft von Knappheiten und Anreizen begriffen hat, sondern als Wissenschaft der Töpfe. Töpfe, die immer wieder aufgefüllt werden, damit man sie mit großzügiger Gutmenschengeste unter die Menschheit bringen kann. Das ist der ganze Blick dieser Menschen auf Ökonomie. Und es führt dazu, dass sie die Töpfe immer schneller entleeren, also auch immer schneller wieder auffüllen müssen. Ja. Und das ist der Motor der fiskalischen Gier, die eigentliche Gier ist. Also es ist nicht derjenige, der durch Fleiß etwas schafft und reich wird, ist gierig, sondern derjenige, der sich auf andere Leute Kosten bereichern will, ist gierig. Das ist meine Definition von Gier. Und da gibt es nichts Schlimmeres als die fiskalische Gier, die sich ständig an der Lebensleistung anderer bereichern will. Ja. Hört mal endlich auf zu jammern, Leute, über die Ungerechtigkeit dieser Politik. Ja, sie ist ungerecht. Ja, sie ist ein Diebstahl am fleißigen Leistungsträger. Aber hört auf zu jammern, sondern fangt an, euch zu wehren. Sonst könnt ihr eigentlich nur noch auswandern. Also entweder wandert ihr aus und bringt euer Geld in Sicherheit vor dieser Gier, oder ihr wehrt euch. Die zwei Möglichkeiten habt ihr. Es ist ja nicht immer schlecht, eine Ölheizung im Keller zu haben. Es ist ja auch nicht schlecht, eine Gasheizung zu haben, anstatt einer Wärmepumpe oder Solar bis noch und nöcher auf dem Dach. Es kommt ja immer auf die Situation und eben auch auf das konkrete Objekt an. Und hier ist die Frage, hat denn der Kunde überhaupt noch damit zu rechnen, dass da überhaupt eine Entlastung kommt? Oder wird es weiter immer mehr solche versteckten Aktionen geben, mehr Drangsalierungen, mehr Forderungen? Also eigentlich muss man jetzt gucken, dass man die Sache so weit wie möglich hinauszögert, ja, und nicht mehr auf die Angebote der Politik eingeht, und gar nichts macht. Und zwar deswegen, weil die Politik es im Moment schafft, dieses Land ökonomisch auf Grund zu setzen. Und wenn einer den Atem hat und es durchhalten kann, empfehle ich Duck and Cover. Also nichts zu machen. Und abzuwarten, dass diese Politik an der Realität scheitert. Ja. Und sie wird an der Realität scheitern. Egal, ob das noch ein Quartal, ein Jahr oder zwei Jahre dauert. Aber sie wird an der Realität scheitern. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass diese Ökonomie über die Klippe gehüpft ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der fliegt jetzt 50 Stockwerke runter und sagt, wenn er am zweiten Stock vorbeifliegt, bis hier ist alles gut gegangen. Ja, alles super. Ja, wir sind mitten im Absturz. Ja. Und dieser Absturz wird weitergehen, der wird sich beschleunigen. Das ist ja die Angst von ganz, ganz vielen Immobilienbesitzern gerade. Die fragen sich, kommt der Lastenausgleich und wie kann ich mich davor schützen? Ja, der Lastenausgleich bzw. im Grunde genommen die Enteignung, die so viele fürchten, ist ja im Grunde genommen etwas, was so ein bisschen so halb im Gange ist, wenn man so will. Ja? Und woran erkennen wir das? Das erkennen wir an der aktuell zumindest versuchten Gesetzgebung, ja, dass man jetzt den Immobilieneigentümern alles Mögliche auferlegt, was im Grunde genommen gar nicht bezahlbar ist. Ja, also man sagt ihnen, sie müssen mit anderen Heiztechnologien ihre Häuser und ihre Wohnungen heizen, als es bisher eigentlich sinnvoll und nützlich und gut war. Also die Lösung, für die sich der Markt entschieden hat, die muss weg. Ja. Damit sich irgendjemand in seinem Klimawahn austoben kann. Anders kann man schon gar nicht mehr sagen. Es ist ein Wahn, der da Besitz von der Politik ergriffen hat und keiner widerspricht. Deswegen tue ich es. Und das ist auch eine Form der Enteignung, denn das bedeutet ja, dass im Grunde genommen jede Wohneinheit mit Kosten zwischen irgendwo 50.000, möglicherweise 100.000 Euro belegt wird. Und das hat die Größenordnung des Lastenausgleichs relativ zum Immobilienwert, wie man ihn Anfang der 50er Jahre mal gemacht hat. Also wenn die Politik ein Gesetz macht, sagt, wir machen das jetzt, dann hat man da wenig Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Außer einer Verfassungsklage, die aller Erfahrung nach vom Verfassungsgericht so lange verschleppt wird und so lange liegen gelassen wird, bis sie nicht mehr relevant ist und das Unrecht dann auch nicht mehr quasi rückgängig gemacht werden kann. Und deswegen ist meine Empfehlung, kein zu großes Immobilienvermögen im Inland zu haben. Es gibt ja
viele von euch, die auch der Meinung sind, dass die Grundsteuerreform schon der Beginn des Lastenausgleichs ist. Siehst du das auch so, dass man damit anfängt? Ja, die Grundsteuerreform ist natürlich zuallererst mal ein gebrochenes Wahlversprechen der FDP, die gesagt hat, mit uns keine Steuererhöhungen. Jetzt hat man die Grundsteuerreform gemacht. Das Ergebnis ist, dass die Grundsteuer nicht um ein paar Prozent erhöht worden ist, sondern vervielfacht worden ist in vielen Fällen. Ja? Das ist im Grunde genommen eine Schamlosigkeit, mit der die Politiker ihre Kassen wieder mal sanieren, nachdem sie es ja mit vollen Händen ausgegeben haben. Es ist ja nicht so, dass sie dafür was Sinnvolles dann erwerben. Also wir bekommen keine Straßen, die nicht reparaturanfällig sind. Ja, unsere Infrastruktur, für die ist das Sinnbild ja das Schlagloch. Mhm. Und unsere Digitalinfrastruktur, für die ist das Sinnbild das Funkloch. Ja. Ja, für die Bahn hat sich jetzt eine Investitionslücke im Schienennetz von 89 Milliarden ergeben. Also für all das, was wir da bezahlen, kriegen wir nicht das, was uns versprochen wird, sondern es wird mit vollen Händen ausgegeben. 500 Millionen lassen wir bei den Taliban, 10 Milliarden lassen wir in Indien. So und so, wo überall unsere Minister in der Welt aufschlagen, haben sie ein dickes Scheckbuch dabei und tun sich groß und geben unser Geld mit vollen Händen aus. Es ist ja noch was da, was wir ausgeben können. Also diese ganze Enteignung, für die kommt da nichts zurück. Und übrigens an der Stelle, nur dass das mal klar ist, auch Rüstung. Rüstung ist keine Investition. Rüstung ist Staatskonsum. Ja, den meisten Leuten ist das überhaupt nicht klar, dass Rüstung Staatskonsum ist. Rüstung ist Staatskonsum. Also wenn wir jetzt ein 100 Milliarden Sondervermögen da haben, mit anderen Worten, wir wollen da angeblich investieren in die Sicherheit, ja, diese Investition, die schafft keine weitere Investition. Und da wird nichts weiter produziert. Ja. Also eine Investition, die produziert etwas und ist dadurch eine Sache, die den Wohlstand mehrt. Ja. Ein Konsum mindert den Wohlstand auf lange Sicht. Zumal jetzt ja auch alle Immobilien noch mit diesem zusätzlichen Risiko belastet sind, dass dieser Klimaschwachsinn sich da durchsetzt. Ja, ich hoffe das zwar nicht, ich glaube auch nicht dran, dass es sich durchsetzen wird, aber das Risiko ist da. Und das bedeutet ja im Grunde genommen nochmal eine Entwertung zusätzlich um gute 10-15%. Ja. Was die Geschwindigkeit der Anpassung angeht, da gilt eine Faustregel. Umso größer die Ungleichgewichte in einem Markt sind, umso schneller passiert die Anpassung, wenn sie erstmal anfängt. Ja. Also ein Markt, der nur 10% überbewertet ist, das kann im Prinzip durch die Inflation aufgeholt werden, über ein paar Jahre verteilt. Ja. Da passiert nicht viel. Und das heißt, diese fallenden Kurse, die führen dann zu erstmal noch nicht realisierten, aber beim Verkauf zu realisierenden Verlusten im Bankportfolio. Und wenn wir jetzt uns mal überlegen, wir haben viele, viele Hunderte, Tausende, ja, hunderte Billionen, also tausende Milliarden, hunderte Billionen an Anleihen auf dem Weltmarkt. Mhm. Die größte Kreditblase in der Menschheitsgeschichte. Ja. Und diese Anleihenblase wird jetzt zur Gänze durch die Zinserhöhungen angestochen. Mhm. Und da nützt es auch nichts zu sagen, die Realzinsen sind ja immer noch negativ, die Inflation und so weiter. Denn der Kurs, den so eine Anleihe hat, der hat mit dem Realzins nichts zu tun. Der hat was mit dem Nominalzins zu tun, der draufsteht, und dem Nominalzins, den man am Markt bekommt. Und die Umlaufgeschwindigkeit war auch das Ventil, mit dem die Zentralbanken den Folgen ihrer Politik in den letzten Jahren entgangen sind. Warum ist das so? Weil der Mechanismus, um dieses viele neue Geld in den Markt zu drücken, ist das Finanzsystem. Das Finanzsystem nimmt dankbar dieses ganze neue Geld auf. Und was machen sie damit? Sie spekulieren. Sie kaufen Aktien und Anleihen und Immobilien damit auf. Ja. Und schaufeln das alles in ihre Portfolien rein. Und indem sie das tun, treiben sie die Preise nach oben. Und das haben wir die letzten 20 Jahre auch gesehen. Die Preise aller realen Assets sind gestiegen. Ja. Und auch aller nominalen Assets, weil wir sie künstlich sozusagen noch befeuert haben. Mhm. Denn die nominalen Assets, also die Anleihen, wenn die Investoren sie nicht mehr wollten, hat sie die Zentralbank direkt aufgekauft. Und dieses bedeutet, dass alle anderen, die das Geld als Zweiter erst kriegen, das Nachsehen haben, weil wenn da einer ist, der das Geld zuerst in Empfang nimmt und damit Immobilien kauft, dann wird der Nächste, der das Geld dann hat, weniger für das Geld kriegen an Immobilien. Ja. Das nennt man Cantillon-Effekt. Das heißt also, es ist wie so ein konzentrischer Kreis. Mhm. Um die Zentralbank kommt erst die Finanzoligarchie und dann kommen die Großinvestoren und dann kommen die Hedgefonds und irgendwann mal da ganz weit hinten kommt der Normalverbraucher, der kriegt das Geld zu allerletzt. Und zu allerletzt heißt, er kriegt auch am wenigsten für das frische Geld. Das heißt, der gesamte Kaufkraftverlust, der landet bei ihm, aber noch nicht in Form von Inflation, sondern in Form von entgangener Möglichkeit, dieses Dinge zu kaufen, die in der Blase nach oben entstiegen sind. Ja. Deswegen kann sich unter Normalverbraucher heute kein Haus mehr leisten. Das ist der tiefere Grund. Wenn wir mal, ich bin jetzt 60 und wenn ich mal an meine Jugend und Kindheit zurückdenke, da hat jedes Handwerkerle sich ein Reihenhäuschen oder sogar zwei leisten können. Ja.
Fragen Sie heute mal einen Besserverdiener, ob er sich ein Haus leisten kann. Der geht zum Lachen nicht mehr aus dem Keller raus. Ja, der geht zum Heulen in den Keller statt zum Lachen. Dieser gewaltige Umverteilungseffekt, der führt dazu, dass es einen immensen Sog des Vermögens und des Einkommens von unten nach oben gibt. Das heißt, es wird durch diese Gelddruckerei wird dem Kleinen genommen und dem Großen gegeben. Das ist ein Riesenraub am kleinen Mann, am Arbeitnehmer, am Unternehmer, am Mittelstand. Ja. Und das Ganze wird in die Finanzoligarchie und in die Spekulationsoligarchie umgeschichtet. Mhm. Und da reden wir nicht über Kleingeld. Da reden wir über 2/3 des Bruttosozialprodukts in Amerika und etwa die Hälfte des Bruttosozialprodukts in Europa. Und dann übersetzt sich das natürlich irgendwann mal, findet dieses Geld auch seinen Weg in die Güterpreisinflation, nämlich spätestens dann, wenn irgendein äußeres Ereignis die Blasen ansticht. Und die Blasen wurden angestochen durch den Kollaps der Lieferketten im Zuge des Covid, der Covid-Politik. Ich sage nicht bewusst nicht im Zuge der Covid-Krise, weil die Covid-Politik war die Krise und nicht Covid selbst war die Krise. Und diese damit einhergehende Schrumpfung der Gütermenge hat dann den ersten Inflationsimpuls gesetzt, der dann dazu geführt hat, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit sich wieder beschleunigt hat. Ja. Das heißt, die Leute haben dann angefangen, alles Mögliche zu kaufen, was sondern sie vor der Geldentwertung schützt. Am Anfang waren das Immobilien und Aktien und dann war es Gold, dann waren es Rohstoffe, dann waren es Halbfertigprodukte, dann waren es Consumer Durables wie Automotive, also Autos, Kühlschränke, Gefrierschränke, Consumer Electronics, alles. Der Schmerz kommt und das bedeutet aber auch das Ende der antiinflationären Politik innerhalb weniger Monate. Und dann kommt der nächste Inflationsschub in Gang. Das heißt also, wir kriegen diese wellenförmige Bewegung und mit jeder Welle der Fehlentscheidungen wird das Problem größer und nicht kleiner. Solange bis, wie soll ich sagen, die Rotationsgeschwindigkeit des Systems so groß ist, dass es auseinanderplatzt. Wenn man mal die ganzen inkompetenten Manager, die glauben, dass es dass die Zukunft der Automobilindustrie in der E-Mobilität liege, da liegt sie nämlich garantiert nicht, weil noch nie hat die Zukunft in einem Subventionsgrab gelegen. Ja. Noch nie. Ja, in Subventionsgräber, da gehen andere Dinge rein. Mhm. Ja, also deswegen heißt es ja auch Subventionsgrab. Ja. Ja, also die E-Mobilität ist ein Subventionsgrab, deswegen liegt da nicht die Zukunft und die ganzen inkompetenten Manager, die das glauben, die wird man in ein paar Jahren auch nach Hause schicken. Und wir haben hier genug Know-how und Können in Deutschland, um eine technologieoffene, diversifizierte Mobilitätsindustrie weiterhin zu haben. Und hinter diesem Schmerz wartet eine bessere marktwirtschaftliche Welt. Und ich habe eine Vision davon, wie die aussieht. Gold als Geld, niedrige Steuern oder gar keine Leistungssteuern mehr, nur noch Konsumsteuern, Begrenzung des Staats auf 10%, nur noch 4 Ministerien, direkte Wahl von Parlament, Regierung und Richtern und Staatsanwälten durch das Volk. Ja. Begrenzung des Parlaments auf 201 Abgeordnete, die direkt in 201 Wahlkreisen gewählt werden. Mhm. Zurückdrängen des Einflusses der Parteien, die sich den Staat zur Beute gemacht haben. Mehr Demokratie nach Schweizer Vorbild, Volksabstimmungen, mehr Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Mhm. Bessere Verteidigung unserer Grundrechte gegenüber staatlichen Übergriffe. Das haben die letzten 3 Jahre gezeigt, wie notwendig ist. Es gibt eine positive Vision. Und zu dieser positiven Vision möchte ich alle einladen. Und wir haben eine gewaltige Wirtschaftskrise. Wir sind mittendrin. Ja? Wir haben eine Steigerung der Zinsen, die ganz üblicherweise, so wie immer in solchen Situationen, zu Immobilienpreisverfall führt, was allein schon dafür sorgt, dass das Immobilienklima sich nicht gut und positiv entwickeln kann. Und wir haben auch einen Verlust des Vertrauens in die Stabilität des Immobilienmarktes und der Immobilie als Wertanlage. Die Politik hat es geschafft, diesen Markt mehr oder minder komplett zu zerstören. Die Bewegung ist ja eigentlich immer eine gute Sache für die Branche, aber diesmal ist es nicht so ausgegangen, und zwar deswegen, weil die Leute im Attentismus versunken sind durch das Heizungsgesetz. Dieses Heizungsgesetz hat den ganz großen Schaden angerichtet. Ja? Und wenn wir auf 2024 jetzt Ausblick halten, dann stellt sich die Frage, welche von diesen Mechanismen werden bleiben und welche werden gehen. Ich glaube, dass wir einerseits fallende Zinsen haben werden, weil die Banken müssen gerettet werden. Es geht nur mit viel neuer Liquidität und mit fallenden Zinsen. Die Ungleichgewichte im Bankenmarkt haben sich seit unserem letzten großen Interview vergrößert, nicht verkleinert. Wenn man sich anschaut, wie die Zinsen sich in den USA entwickeln und wie umgekehrt sich die Anleihepreise im Dollarmarkt entwickeln, das ist ein einziges Desaster. Ich glaube, dass die fallenden Zinsen aber nicht zu einer nachhaltigen Erholung führen werden. Und zwar, es wird erst zu einer nachhaltigen Erholung kommen, wenn eine Entbürokratisierung kommt, eine
Streichung dieses bescheuerten Heizungsgesetzes und eine Streichung von weiteren bürokratischen Vorschriften, die Hauseigentümern und Bauherren das Leben schwer macht. Der ganze Kram muss abgeräumt werden. Wir haben ja keine Krise mehr im Immobilienwirtschaftssektor, sondern wir haben wirklich eine Apokalypse. Das muss man einfach mal so sagen. Ich kenne sehr viele Bauträger, die seit letztes Jahr, Anfang Dezember, nichts mehr verkauft haben. Ich kenne auch schon einige Makler, die es kurz davor oder ganz kurz davor sind, dass es sie verhagelt. Und das Schlimme ist, es ist ja nicht nur die Immobilienbranche, sondern es wird jetzt sich noch ausweiten auf Handwerker. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Bauwirtschaft wirkt natürlich auf das Handwerk, strahlt auf das auf alle Zulieferer, auf Schreinerhandwerk, Elektrohandwerk, Gas, Wasser, Leitung und so weiter. Also das ganze Installationshandwerk, Dachdecker, das geht quer durch. Ja? Da hängen ja Branchen mit Millionen Menschen dran, auch an dieser Bauwirtschaft. Die energieintensiven Industrien, Glas, Keramik, Baustoffe, Stahl, Metall, Papier und so weiter, die haben eine Kostenexplosion von 50% ihrer gesamten Kostenbasis. Das heißt, die sind von 100 auf 150 hochgegangen, weil die Energiekosten sich verdreifacht haben. Die sind nicht mehr konkurrenzfähig im internationalen Kontext. Das heißt, die wandern ab. Da wird ein gewaltiger Trickle-Down-Effekt stattfinden. Und die Tatsache, dass wir im Moment noch Arbeitskräftemangel haben, ist überhaupt nicht irgendwie auf die Konjunktur zurückzuführen, sondern ist lediglich darauf zurückzuführen, dass dieses schwachsinnige Bürgergeld eingeführt worden ist. Also das Ganze ist eine Gemengelage, die ist explosiv und die deutet nicht darauf hin, dass unsere Wirtschaft an irgendeinem Punkt, nicht nur beim Immobilienthema, sondern an irgendeinem Punkt auf Erholungskurs setzen würde. Die extrem niedrigen Zinsen, man muss sich das ja mal vorstellen, ich habe ein Haus von 1 Million und jetzt rechne ich der Einfachheit halber mal, dass ich es voll fremdfinanziere. Ja? Bei 0,5% Zinsen reden wir dann über 5.000 Euro. Bei 1 Million sind 0,5% sind 5.000 Euro im Jahr. Ja, jetzt dividierst du das durch 12, dann bist du bei 400 Euro oder ein bisschen mehr als, ich glaube, 412 Euro müssten es dann sein, ja, irgendwas in der Richtung. Das heißt, du konntest zu diesen ultraniedrigen Zinsen gewaltige Summen finanzieren ohne großen Zinsaufwand. Ja, so jetzt ist es so, dass wir 4, 5, 6% Zinsen haben, je nach Risikolage. Und das heißt, die Zinsen haben sich effektiv verzehnfacht. Ja? Also es ist nicht so, dass wir jetzt 6% Zinsen haben im Sinne von, der ist von 0,5 auf 6 gestiegen, macht also 5,5% Inflation. Nee, wir haben eine Verzehnfachung der Liquiditätsbelastung aus Zinsen. Also wir haben eine Verzehnfachung des Preises. Ja. Also es ist einfach nicht mehr ökonomisch, die zu dem Preis in den Büchern zu haben, zu dem sie in den Büchern stehen. Ja, und dann wird es zu Zwangsversteigerungen kommen, dann wird es zu Liquidierungen kommen und die Märkte werden sich auf die neue Realität einstellen. Wie sollen denn heute noch junge Leute zu Eigentum kommen? Wie ist das überhaupt noch möglich? Also kaum, also meines Erachtens kaum. Hast du da eine Lösung, wie man dann noch zu Eigentum kommt? Und also klar, mieten kann man immer, aber es ist ja kein Eigentum. Ja, also was würdest du machen? Ich würde, wenn ich jetzt nochmal antreten müsste, wahrscheinlich mir überlegen, ob ich nicht irgendwie eine berufliche Tätigkeit ausüben kann, wo ich aufs Land ziehen kann, wo es noch einigermaßen erschwinglich ist. Wir werden 30, 40, 45% niedrige Immobilienpreise sehen in den nächsten Jahren als am Peak vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. In der Masse wird es erst wieder möglich sein, wenn die Politik wieder umsteuert. Und was ist dafür erforderlich? Dafür ist erforderlich eine stabile Geldpolitik, also stabiles Geld. Also zum Beispiel Gold, dann sind die Zinsen eh bloß 1-2% maximal, weil dieses Geld nämlich eine eingebaute Deflation hat und auch als auch bei Nullzins noch Geld verdient, weil seine Kaufkraft steigt. Das zweite ist, wir brauchen eine massive Deregulierung des gesamten Bauwesens. Wir haben seit 2000 aus Brüssel 15.000 neue Bauschriften bekommen. Die müssen einfach ersatzlos weg. Diese Bürokratie muss massiv weg. Also die Finanzierungsbedingungen müssen wieder stimmig sein, die Bürokratie muss weg, es muss Bauland erschlossen werden, es muss private Baulanderschließung möglich sein, es müssen Baubegrenzungen weg. Wir werden entweder Widerstand sehen oder wir werden sehen, dass man Millionen Menschen aus ihren Häusern vertreibt, die sie eigentlich abbezahlt haben. Die Immobilienpreise sind gestiegen, aber jetzt, wo sie jetzt seit 18 Monaten fallen, kommt die Regierung drauf, sich 18 Monate alte Statistiken anzusehen und sie dann zur Begründung heranzuziehen, das zu tun, was sie tut. Und wenn sie sich ins Messer stürzt und Harakiri begehen will, dann ist das Einzige, was sie machen muss, auf den Buchstaben dieser Verträge zu bestehen und die Leute genau dann um Nachschuss zu bitten, wenn sie weiß, dass sie es nicht haben. Das ist das Rezept für das Desaster am gesamten Immobilienmarkt. Die Frage dreht sich, ich lese dir vor,
Was ist für Dr. Krall eine gesunde Ratio von Eigenheimwert zu Schulden? Sprich, wie viel Prozent Eigenkapital sollte es sein, um sicher durch die Krise zu kommen? Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Leute glauben, dass man in der Inflation sich verschulden sollte, weil die Schulden entwertet werden. Davon rate ich aber dringend ab. Also idealerweise sollte man jetzt mit der selbstgenutzten Immobilie auf Schuldenfreiheit zielen und auch sonst möglichst wenig Leverage haben. Und zwar einfach deswegen, weil diese Krise so volatil sein wird und so extreme erratische Ausschläge haben wird, auch zwischen Inflation und kurzen deflatorischen Phasen, dass es sehr schwer sein wird, vorauszusehen, wie die einzelnen Assets performen. Und deswegen glaube ich, dass jetzt möglichst wenig Fremdkapital an der Immobilie hängen sollte, so wenig wie irgend nur möglich. Wenn wir jetzt also Nullzinsen haben, dann bringe ich das Geld auf die Bank, kriege 0% dafür, aber die Bank kriegt auch 0% dafür am Kapitalmarkt, sodass es keine Sparmarge gibt. Wenn die Zinsen am langen Ende, also bei 10-Jährigen auch 0% sind, und das war ja der Fall, gibt es auch keine Transformationsmarge. Wir sind immer noch bei 0, haben wir also auch durch die Fristentransformation nichts verdient. Jetzt kommt der Zins zwar zurück, und beim Neugeschäft kann man im Prinzip deswegen bei den Banken jetzt wieder höhere Margen sehen. Das hat sich auch eingestellt, aber nur beim Neugeschäft. Der Plan ist, uns mit der sozusagen ein Ring sie zu knechten, wie so schön heißt, ja, eine Währung einzuführen, die man uns wie ein Ring um den Hals legen kann, nicht an den Finger stecken, sondern um den Hals legen kann oder durch die Nase ziehen, um uns durch die Manege zu führen, ja, wie Zirkustiere. Das ist natürlich der Zweck des digitalen Zentralbankgeldes. Der wird natürlich nur erreicht, wenn gleichzeitig auch das Bargeld abgeschafft wird, weil solange Bargeld da ist, haben die Leute ja eine Ausweichmöglichkeit.